Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge vom Juni und Juli. Wie ich schon in meinem Lesemonat gesagt, hatte ich Urlaub und hatte dann im Juli keine Zeit mehr, noch ein Video zu drehen. Deswegen gibt es das alles zusammen in einem Video und wundert euch nicht über dieses chaotische Regal im Hintergrund. Aber ich habe bei mir umgestellt und noch nicht mein Bücherregal sortiert. Deswegen sieht es aus, wie es aussieht. Und ich habe mich auch diesmal hier hingesetzt, denn ich zeige euch jetzt 51 Neuzugänge. Ja, Juni und Juli ist mal wieder explodiert, aber was soll ich machen? Im Juli sind ganz, ganz viele Neuerscheinungen erschienen und auch Ende Juni noch. Und ich habe jetzt hier 4 Stapel liegen und ich würde sagen, das Video könnte sehr, sehr lang werden. Deswegen nehmt euch einen Tee oder einen Eistee vielleicht gerade eher. Wir haben gerade über 30 Grad draußen, deswegen ist ein Tee vielleicht zu warm. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Hauptsächlich habe ich Neuerscheinungen, die erschienen sind, die ich mir dann natürlich gekauft habe. Und wir fangen mal an mit dem Juni-Stapel. Und ja, wir legen los mit dem ersten Buch. Und zwar City Spice kam jetzt frisch als Taschenbuch raus. Und zwar von James Ponti. City Spice, gefährlicher Auftrag. Das ist der erste Band. Es gibt bis jetzt 3 Bände. Und ja, hier geht es um eine Agentenserie und zwar thron Sarah mehrere Jahre jugendhaft. Dabei hat sie eigentlich nur das System der Justizbehörde gehackt, um ihre Pflegeeltern zu entlarven, ihre kriminellen Pflegeeltern. Und ja, dann bietet ihr allerdings ein mysteriöser Agent einen Ausweg an. Sie soll bei den City Spice einsteigen und das ist eben ein Team von 5 Kindern aus aller Welt, die ein schottisches Internat besuchen und in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das immer so ausgesprochen wird. Und ja, Sarah sagt auf jeden Fall ja und landet dann schon in einer heiklen Situation, denn eine geheime Organisation und ein tödliches Virus gefährden den Jugendumweltgipfel in Paris. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es klingt auf jeden Fall auch nach Internats-Feeling. Mal gucken. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Luca Goldwasser. Da geht noch mehr. Das klingt auch richtig lustig, denn hier geht es um Lea. Sie hat eine 6-jährige Tochter und lebt mit ihrem Partner zusammen und sie ist auch mit ihrem Ex-Mann, versteht sie sich super. Allerdings überschlagen sich dann plötzlich die Ereignisse und Lea ist auf einmal wieder Single und landet dann gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und seinen Freunden in einem Gay-Resort auf einer kleinen griechischen Insel und ist mittendrin im urkomischen Liebes- und Beziehungschaos. Und das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig und auch nach einem Sommerbuch, ist auch sehr dünn und freue ich mich auch schon drauf. Dann machen wir weiter und zwar mit noch einem Buch, das jetzt als Taschenbuch erschienen ist und zwar dieses hier. Von Marissa Meyer, Wie Monde so silbern. Das ist der erste Band der Chroniken von Luna-Reihe, heißt das, glaube ich. Genau. Und ja, hier geht es um Cinder, die mit ihren Stiefschwestern bei ihrer schrecklichen Stiefmutter eben lebt und sich versucht, nicht unterkriegen zu lassen. Doch eines Tages taucht in ihrer Werkstatt der Prinz Kai auf. Und der Prinz braucht irgendwie ihre Hilfe. Und hier steht noch, und was hat es mit dem plötzlichen Besuch der Königin von Luna auf sich? Die Ereignisse überschlagen sich, bis sie auf dem großen Schlossball ihren Höhepunkt finden. Cinder schmuggelt sich dort ein und verliert mehr als nur ihren Schuh. So eine modernere Cinderella-Geschichte. Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Freue mich, dass es als Taschenbuch erschienen ist und musste bei mir einziehen. Dann machen wir weiter mit einem Manga und zwar mit dem ersten Band von Don't Lie to Me, Paranormal Konsultant. Und hier geht es um ein Mädchen, das die Fähigkeit besitzt, die Lügen anderer zu enttarnen. Und sie tut sich eben mit einem Detektiv zusammen und die beiden lösen dann eben Fälle oder sehr komplizierte Fälle, bei denen Lügen und Wahrheit hoffnungslos ineinander verwoben sind. Das spielt auch im Jahr 1926 und ja, klang ganz cool, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Dann machen wir weiter und zwar ist dieses Buch noch bei mir eingezogen, ist glaube ich auch erst im Juni erschienen, ich bin mir nicht ganz sicher, oder Mai, ich weiß es nicht. Von Hannah Reynolds, The Summer of Lost Letters.
Und hier geht es eben um Abby, die sich nicht auf ihre Sommerferien freut, denn die drohen eine Katastrophe zu werden. Denn ihr Freund hat sich getrennt von ihr und ihre Freundinnen sind alle irgendwo in der Welt unterwegs. Und sie stößt dann auf alte Liebesbriefe von ihrer Großmutter. Und kurz entschlossen reist sie nach Nantucket, denn dort wurden die Briefe vor langer Zeit abgeschickt und sie trifft dann dort auch noch auf Noah. Und Noah ist der Enkel vom Briefeschreiber und die beiden fangen an, das Familiengeheimnis bzw. die Familiengeschichte aufzudecken und auch zwischen den beiden bahnt sich eine kleine Liebesgeschichte an. Und klang sehr, sehr gut. Ich habe es auch schon gelesen. Das findet ihr im Lesemonat. Also ist auf jeden Fall ein sehr tolles Sommerbuch. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Lena Kiefer. Westwell Heavy. Heißt der Heavy? Heavy und Light. Das ist, glaube ich, der erste Band der Reihe. Es gibt insgesamt 3. Genau, die große Westwell-Trilogie. Und das klang ganz gut. Ich bin ja nicht so der New Adult-Leser, aber ich mochte das ganz gerne, beziehungsweise der Text hinten klang für mich sehr gut. Und zwar geht es darum, dass Helena nach New York zurückkehrt, um den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen. Und es ist nämlich 2,5 Jahre her, dass ihre Schwester mit ihrer großen Liebe tot aufgefunden wurde in einer Hotelsuite. Und seitdem lässt die Familie von dem Freund damals, von der Schwester, keine Gelegenheit aus, Valerie, das war die Schwester, die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Und Helena glaubt eben an die Unschuld ihrer Schwester und setzt dann alles daran herauszufinden, was eben in dieser Nacht passiert ist. Und sie trifft auf der Suche dann auf Jessia, das ist der jüngere Bruder von dem Freund damals. Und beziehungsweise da kommt ihr halt eben in die Quere und hier steht dann eben, Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Ich hoffe, dass es hier viel um die Geschichte hinter diesem tragischen Tod geht, das würde mich nämlich sehr interessieren, deswegen hoffe ich, es ist nicht zu viel Liebesgeschichte, wie sonst immer, aber ich bin echt mal gespannt drauf. Dann haben wir dieses Buch hier und zwar ist dieses Buch von Chris Colfer, Das magische Land, Land of Stories, die Suche nach dem Wunschzauber, ist jetzt als Taschenbuch erschienen, der erste Band, da gibt es auch schon ganz viele Bände von, aber ich liebe ja eher Taschenbücher, deswegen ist das bei mir eingezogen. Und hier geht es um Alex und ihren Zwillingsbruder Connor. Die bekommen ein altes Buch zum Geburtstag geschenkt und ahnen nicht, dass dieses Buch ein Portal in ein magisches Reich ist. Und sie geraten dann in eine Welt, in der es nicht nur gute Feen gibt, sondern auch ein böses Wolfsrudel und noch eine viel bösere Königin. Und ja, die Zwillinge wissen allerdings nicht, wie sie wieder nach Hause kommen sollen. Und in einem geheimnisvollen Tagebuch steht die Lösung, doch hinter dem ist auch die böse Königin her. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es ist. Dann haben wir noch einen Comic und zwar diesen hier vom lustigen Taschenbuch Young Comics Mini und Daisy Spy Power. Da habe ich schon einige verschiedene Bände von. Das sind eben Mini und Daisy, die als Agentinnen arbeiten und das machen sie halt undercover an einer Universität. Und ja, das ist eben ein Comic. Dann haben wir noch dieses Buch hier und zwar von Debbie Michiko Florenz, Bleib einfach cool, Jenna Sakai. Das ist eine Reihe, beziehungsweise der zweite Band einer Reihe, die nennt sich Freundinnenreihe. Und in dieser Reihe geht es eben um Familiendramen, starke Mädchen, Freundschaft und die erste Liebe. Und hier geht es, das sind 3 Freundinnen und hier geht es eben um die zweite Freundin schon. Und ja, Jenna hat halt eben das Ziel, dass sie Journalistin werden will und dafür muss sie eine Reportage schreiben. Und ja, sie hat dann aber auch immer noch so Probleme mit ihrem Ex-Freund und mit der Trennung ihrer Eltern. Also die Reihe ist sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter und zwar gleich mal mit ein paar Mangas. Und zwar ist der zweite Teil von Play It Cool Guys rausgekommen, das übrigens auch komplett farbig illustriert ist. Das sind eben 4 Jungs, die man durch den Alltag begleitet, denn sie haben viel Pleiten, Pech und Pannen
Und ja, es ist der erste Band war okay, aber deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir einfach mal noch den zweiten dazu. Und ja, der sieht so aus. Dann habe ich noch den fünften Band. Ist das der fünfte? Ja, der fünfte Band von The Vote. Die lese ich ja sehr, sehr gerne, weil es sehr interessant ist. Da geht es eben um eine App, die die Schüler quasi dazu auffordert, bestimmte Sachen zu tun. Sonst kommt ein Geheimnis online und es geht auch bis zum Tod. Und ja, das ist jetzt der fünfte Band und ich freue mich schon drauf. Und dann haben wir noch einen Manga, der ist ab 18 und zwar dieser hier, Zombie Hide. Und ihr seht es. Und ja, da geht es irgendwie darum, zwei Jungs, die während einer blutigen Zombie-Apokalypse aufeinandertreffen und sich dann eben auch ganz gut finden. Und sie kämpfen dann eben ums Überleben. Und ja, aber so wie der Name sagt und da es ab 18 ist, denke ich mal, dass es da viel um dieses Thema geht. Dann machen wir weiter und zwar auch mit einer Neuerscheinung und zwar mit diesem hier. Es sind übrigens sehr viele Bücher von Carlsen dabei. Von Sera Milano, Nichts wird wie vorher sein. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das klingt richtig interessant. Und zwar geht es hier um einen Terroranschlag und zwar auf einer Festivalwiese. Da ist das Gelände quasi voller Menschen und plötzlich fällt eben ein Schuss und die Menschen stürzen zu Boden und sie haben alle Todesangst, Panik und Verwirrung. Und hier erlebt man quasi diesen Terroranschlag aus den Augen von fünf Jugendlichen, die halt eben in einem Rückblick darüber erzählen und darauf hoffen, dass sie überleben. Und ja, das klingt auf jeden Fall richtig interessant. Ich bin da echt schon gespannt drauf. Ich denke mal, das hat man auch schnell durch, weil es immer so kurze Abschnitte sind. Ja, klingt sehr interessant. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Fantasy New Adult Buch und zwar von Gay A. Aiken, Tiger Soul. Und ja, das ist, wie gesagt, glaube ich, so ein bisschen Fantasy. Das ist auch Band 1, steht hier drauf. Und ich glaube, hier muss ich euch mal vorlesen, weil sonst, ich weiß nicht, wie ich euch das knapp zusammentragen soll. Und zwar steht hier drauf, als Tiger-Shifter ist Finn Malone Streitereien gewohnt. Doch er ahnt nicht, was ihn erwartet, als er mit seinen Brüdern eine Gruppe Honigdachs-Gestaltwandlerinnen aus einem explosiven Kampf rettet. Auch wenn die Honigdachs-Ladies nicht glücklich sind über Finns Einmischung, quartieren sie sich kurzerhand bei den Malones ein und nur wenig später erkennt Finn sein Zuhause kaum wieder. Die Honigdachse übernehmen die Kontrolle über den Fernseher, verputzen Finns Essen, schlafen auf seinem Sofa. Hieß es nicht immer, Honigdachse seien brutal und rachsüchtig? Von anhänglich und häuslich war nie die Rede. Und wie schaffen sie es dabei, so unglaublich sexy zu sein? Ich fand, das klang ganz interessant, deswegen habe ich mir das mal besorgt. Und bin mal gespannt, ob es mir gefällt oder ob es mir zu Fantasy und zu New Adult ist. Mal schauen. Und dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Endlich ist wieder ein Teil erschienen und zwar von Dagmar Hosfeld. Ziemlich hohe Berge, mein Dream Team und ich. Das ist der siebte Band der Conny-Reihe für Jugendliche. Und hier geht es halt eben diesmal darum, dass Conny mit ihrer Clique in die Berge fährt, um eben Urlaub zu machen. Und dort wird ihre Freundschaft auch sehr auf die Probe gestellt, aber sie haben auch zwischendurch sehr, sehr schöne Momente. Und ich liebe die Reihe, deswegen musste der natürlich bei mir einziehen. Das waren erstmal so die Neuzugänge vom Juni. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit Juli. Das ist dieser Riesenstapel hier dahinter. Und ja, wir machen nochmal weiter mit zwei Mangas. Und zwar habe ich mir einmal diesen hier geholt. Hallo, ich bin eine Hexe und mein Schwarm wünscht sich einen Liebesdrang von mir. Da geht es eben um die gute Hexe Rose, die schon lange in einen königlichen Ritter verliebt ist. Und ihre Träume platzen allerdings, als er zu ihr kommt, damit sie ihm einen Liebesdrang mixen kann. Und ja, sie zögert die Fertigstellung des Dranks hinaus vor lauter Verzweiflung. Sie lässt sie nämlich nach und nach die verrücktesten Zutaten dafür sammeln. Und ja, wird ihr Schwarm ihr doch noch näher kommen oder verliert Rose ihn damit endgültig? Klang auf jeden Fall ganz cool. Und von dem Verlag habe ich auch tatsächlich noch nichts gehört. Altravers. Und hier ist auch noch so eine Karte dazu, die man so aufstellen kann. Mit Show Your Star heißt das. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal lesen. Und dann noch ein Manga, auch von diesem Verlag, Im Namen der Meerjungfrau. Und zwar geht es hier um Mio, die mit den Fähigkeiten einer Meerjungfrau geboren wurde.
Doch Menschen mit besonderen Fähigkeiten werden in ihrem Heimatland eben verstoßen und deswegen zwingt ihr Vater sie, Medikamente zu nehmen, damit sie für einige Zeit für die normalen Menschen auch normal erscheint. Aber nun muss sie eben ein Mittel finden, das sie dauerhaft verwandelt, denn sie soll den Prinzen des Nachbarlandes heiraten. Klang auch ganz cool, deswegen bin ich auch mal gespannt drauf. Dann haben wir ein Buch, das hätte ich mir so nicht gekauft, das war allerdings beschädigt, deswegen durfte ich es mitnehmen und weil ich es auch behalten werde, zeige ich es euch jetzt, weil es halt eben ein Neuzugang ist. Und zwar ist es auch, aber glaube ich, eine Young Adult Geschichte, wo hier steht, die sind 22 und 18, ist für mich eigentlich erwachsen halt. Egal, es ist aber bei CBJ erschienen und zwar handelt es sich um Amelia Cadden Blush. Und es ist auch eine Fortsetzung der New Adult, doch hier steht ja drauf, New Adult Dilogie. Und hier geht es einmal um Ryder und Lizzie. Und Ryder fährt zu seinem besten Freund, um halt eben in seinem Apartment zu leben. Denn er will sich halt von dem Alltagsstress ein bisschen ausruhen. Und dann gibt es noch Lizzie, das ist die kleine Schwester von dem besten Freund. Und sie leidet nach einem traumatischen Ereignis unter dessen Folgen. Und sie möchte halt eben ihren überfürsorglichen Eltern entkommen und entflieht oder flieht dann eben zu ihrem Bruder nach L.A. Doch in seiner Wohnung findet sie nicht ihren Bruder vor, sondern seinen Kumpel, seinen besten Freund. Und ja, nun, hier steht, und nun muss ich erweisen, wen dieses Zusammentreffen mehr verändern wird, den verschlossenen Draufgänger oder die verletzte Seele mit dem ehrlichen Herzen. Ich dachte mir, das klang eigentlich ganz gut. Vielleicht werde ich mal reinlesen und mal schauen. Dann haben wir auch noch eine Neuerscheinung, und zwar von Sabrina J. Kirschner, Story World War. Amulett der 1000 Wasser. Das ist ein Kinderbuch, was aber sehr, sehr cool klang und ist auch ein Auftakt einer Reihe. Und ich freue mich hier schon wahnsinnig drauf, das zu lesen. Ich glaube, das werde ich auch bald anfangen. Hier sind auch Illustrationen drin. Und hier geht es um Sascha und Chloe. Die beiden sind Feindinnen. Allerdings gewinnen sie eine Reise in den brandneuen Erlebnispark Storyworld. Und dort gilt es eben, aus Büchern eins auszuwählen und so die Themenwelt zu bestimmen. Und nur wenn die Mädchen das Abenteuer bestehen, füllen sich die unbeschriebenen Seiten des Buches und sie beide wählen das Reich der 1000 Wasser. Sie schwimmen mit Nixon durch paradiesische Lagunen, suchen ein mächtiges Amulett und fordern den gefährlichen Meerdrachen heraus. Doch welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter den rätselhaften Nebelschwaden? In Storyworld, dem Land der Geschichten, ist nichts, wie es zunächst scheint. Ich dachte mir, das klang richtig abenteuerlich, außerdem sieht es richtig schön aus, deswegen muss es bei mir einziehen. Und es gibt 7 fantastische Themenwelten, deswegen könnte ich mir jetzt fast vorstellen, dass es vielleicht auch 7 Bücher werden. Mal schauen. Und freue ich mich schon sehr drauf. Wir machen weiter und zwar mit dem nächsten Buch. Und zwar mit diesem hier von Lou Ellery. Rotes Licht, grünes Licht, wie weit würdest du gehen? Das ist ein inoffizielles Squid Game Buch zu der Serie. Und ich denke mal, die Serie war so gehypt, eigentlich müsste die jeder kennen. Aber es geht eben um Will, der eine Telefonnummer erhält, die verspricht, seine ganzen Geldsorgen zu lösen, und er wählt die Nummer und landet dann eben mit ganz, ganz vielen Menschen in einer sehr großen Halle und dort wird ihnen ganz viel Geld versprochen, wenn sie ein paar harmlose Kinderspiele spielen. Allerdings fällt denen sehr, sehr zeitig auf, dass es nicht so ist, wie es vorgegeben wurde, denn wer verliert, stirbt eben nicht nur im Spiel. Ja, für alles Squid Game Liebhaber kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Katja Brandis, Delfin-Team, der Sog des Bermuda-Dreiecks. Das ist der 2. Band der Reihe. Die sind jetzt alle nochmal neu erschienen als Neuauflage und das ist eben ein Abenteuer um Sandy, die eben sie arbeitet in einer Delfinstation und hat dann eben dort ihren Delfin, den sie trainiert, damit sie eben auch Missionen erfüllen können oder Leute retten können oder
verborgene Schätze finden können. Und ja, das ist eben der zweite Band. Ich freue mich schon drauf. Den ersten mochte ich auch sehr gerne. Dann kommen wir zu dem nächsten Buch und zwar von Jennifer Lynn Barnes, The Inheritance Games. Das ist der zweite Band der Reihe. Es geht um Avery, die ein milliardenschweres Erbe antreten soll von einem fremden Mann. Und die Voraussetzung ist dafür, dass sie eben ein Jahr lang auf dem großen Anwesen wohnt mit der enterbten Familie. Und sie muss halt eben ganz viele Rätsel lösen und möchte auch natürlich herausfinden, warum sie eigentlich auserwählt wurde. Und ja, das ist jetzt eben der zweite Band. Und da kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, um was es da geht. Aber ja, die Reihe mag ich sehr gerne. Dann haben wir ein Buch, was auch sehr lustig klingt. Und zwar dieses hier von Kalena Miller, Die Nacht, in der keiner hatte. Ich kann es leider, ich darf es nicht aussprechen. Danke, YouTube. Und ja, es ist nämlich Prom Night und das bedeutet Tanzen, Feiern und Geschlechtsverkehr. Und zumindest ist das der Plan von Julia. Und es wird eben höchste Zeit, dass sie und ihre Sandkasten-Highschool-Liebe Kevin es endlich tun. Und der Rest ihrer Clique schließlich eben der Challenge an. Und dann gibt es 4 Paare, eine Ferienhütte ohne Eltern und jede Menge Hormone. Und was als unvergessliche Nacht geplant war, endet mit einem Besuch im Krankenhaus, einer mitternächtlichen Backaktion, einem missglückten Rollenspiel und einer entlaufenden Katze. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Bin echt gespannt drauf, werde das auch bald lesen und freue mich schon drauf. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von E. Lockhart, We Were Liars, Solange wir lügen. Das ist jetzt auch nochmal als Neuauflage erschienen. Und zwar geht es hier um Cadence St. Clair Eastman. Und ihre Familie ist sehr, sehr wohlhabend und sie verbringt jeden Sommer auf einer Privatinsel, wo halt eben die ganze Familie in luxuriösen Häusern wohnt. Und vor 2 Jahren ist aber irgendwas passiert und sie kann sich eben nicht mehr daran erinnern und es wird auch nicht darüber gesprochen, auch ihre Freunde reden nicht mit ihr darüber. Und jetzt gilt es für sie eben herauszufinden, was eigentlich passiert ist und ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe es auch schon gelesen, mochte ich sehr, sehr gerne. Und ja, da kommt der zweite Band auch noch dieses Jahr raus. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Ben Oliver, The Loop, Das Ende der Menschlichkeit. Das kam jetzt auch nochmal als kleines Taschenbuch raus. Das gab es schon mal als Klappenbroschüre, kam es nochmal als kleines Taschenbuch raus. Deswegen habe ich es mir jetzt endlich gekauft, denn viele sagen, das ist so ähnlich wie Maze Runner. Und ich finde auch, es klingt sehr, 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 sehr cool. Und zwar geht es hier nämlich um Luca, der sitzt in einem Hightech-Jugendgefängnis und schon seit 2 Jahren und er wartet eben auf seine Exekution und er ist eingesperrt in einer dunklen Zelle und einmal am Tag wird eben eine schmerzhafte Energieernte durchgegangen, die ihm jegliche Kraft raubt und das ist eben jeden Tag dieselbe Routine. Und plötzlich ändert sich aber alles, denn es verschwinden Wachen, Insassen nehmen sich das Leben und ein Ausbruch aus dem Loop scheint nun möglich. Allerdings soll den Gerüchten zufolge draußen ein Virus kursieren und Menschen in Killermaschinen verwandeln. Und plötzlich ist ungewiss, wo die größere Gefahr lauert. Klingt auf jeden Fall richtig cool, ich habe auch schon richtig Bock drauf, deswegen werde ich, glaube ich, auch bald lesen. Auch eine Reihe. Dann machen wir auch weiter mit einer neuen Erscheinung. Und zwar mit diesem hier von Alexis Hall. Boyfriend Material, wie auch immer. Ist auch ein New Adult Buch. Ja, es ist diesmal sehr New Adult lastig dafür, dass ich es eigentlich nicht lese. Aber ich fand, das klang auch ganz cool. Denn es geht um Luke und Oliver. Luke, sein berühmter Vater, steht immer mit irgendwelchen Eskapaden in den Schlagzeilen und das rückt auch ihn in das Licht der Öffentlichkeit. Und als die Klatschpresse mal wieder negativ über ihn berichtet, droht er seinen Job zu verlieren und um sein Image aufzupolieren, macht er sich eben auf die Suche nach einem Fake-Freund und trifft dann eben auf Oliver, Anwalt, Vegetarier und so skandalfrei, wie es nur geht. Die beiden beschließen auf jeden Fall, ein perfektes Paar vorzugeben und obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten, merken sie bald, dass das nicht alles bloß vorgetäuscht ist. Fand ich, klang auch ganz cool irgendwie, deswegen habe ich es mir mal gekauft. Da gibt es auch noch bald einen zweiten Band, beziehungsweise nächstes Jahr. Ich wusste nicht, dass er so dick ist.
Aber ich bin mal gespannt. Dann machen wir weiter auch mit einem Buch, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und zwar mit diesem hier von Lucy Clark, Der Ozean unserer Erinnerung. Und zwar geht es hier um zwei Schwestern, Lori und Erin. Die möchten nämlich nach dem frühen Tod ihrer Eltern einen Urlaub zusammen verbringen, um sich eben abzulenken und mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Doch alles läuft irgendwie anders, denn nach einem Zwischenstopp fliegt Lori allein weiter und das Flugzeug verschwindet spurlos. Irgendwann später, nach 2 Jahren genau, taucht plötzlich der Pilot der verschollenen Maschine wieder auf und Erin fragt sich eben, ist Lori noch am Leben? Und wenn ja, warum hat sie eigentlich keinen Kontakt aufgenommen? Und ja, das klingt irgendwie richtig, richtig cool. Auch das Cover ist sehr, sehr schön. Es glitzert. Allerdings gehen diese Glitzerdinger sehr schnell ab. Da muss man aufpassen. Aber ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Och, ich habe so viele coole neue Bücher. Ich werde am liebsten alles sofort lesen. Dann machen wir weiter. Und zwar zeige ich euch jetzt 2 Weihnachtsbücher tatsächlich. Die sollten eigentlich am 1. August erst erscheinen. Allerdings sind die schon Ende Juli gekommen. Deswegen ist es natürlich noch in meinen Juli-Neuerscheinungen. Und wir fangen einmal an mit diesem Buch hier. Und zwar ist es von Ravensburger, der Christmas Kisses Adventskalender. Da sind von ganz vielen Autoren 24 Geschichten drin, plus noch ein Silvester-Special. Und ich habe auch den vom letzten Jahr, den habe ich aber noch nicht durchgelesen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber ich habe mir auf jeden Fall den neuen schon geholt und es ist tatsächlich auch noch schon einer für nächstes Jahr angekündigt. Und ja, das sind eben kurze Weihnachtsgeschichten und ich freue mich schon drauf. Und wir machen noch weiter mit diesem Buch von Sarah Sachs, Snowflakes All Around Us, A Royal Christmas Romance. Und zwar geht es hier um Emily und sie tritt ein Praktikum in einer Konditorei an. Und sie darf halt eben im Winter in das skandinavische Königreich reisen und ihren Traum vom eigenen Laden ein Stückchen näher kommen. Bei ihrer Ankunft ist sie von der Schneelandschaft verzaubert und wird dann plötzlich von einem Hundeschlitten im wahnsinnigen Tempo gestoppt quasi. Und sie hält dann eben schockiert dem Besitzer eine Standpauke, bevor sie merkt, dass dieser nicht nur äußerst zerknirscht, sondern ebenso attraktiv und geheimnisvoll ist. Und was keine der beiden ahnt ist, es war nicht ihre letzte Begegnung, denn der Schlittenführer ist Frederik, Prinz von Fajorora, also das ist der Ort, und Emily wird vor allem für den Palast backen. Also klingt auf jeden Fall richtig cool, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn es kühler ist. Und das dann einfach so cozy zu lesen, richtig cool. Dann haben wir noch 2 Sommerbücher und zwar diese hier. Summer Girls, einmal Emmy und die perfekte Welle und Merit und das Glück im Sommerwind. Ich habe mir die 2 zugelegt, denn das ist einmal der 2. und 3. Band. Und hier geht es eben um die Summer Girls, die auf einer Insel leben und ihren Sommer eben erleben, denn sie arbeiten da alle so ein klein wenig und haben alle so ihre erste Liebe, die sie kennenlernen und auch natürlich ihre Freundschaften. Und ich mochte den ersten Band so gerne, deswegen mussten bei mir natürlich sofort die 2 einziehen und freue ich mich schon wahnsinnig drauf zu lesen. Das ist immer über jeweils eine Freundin dann die Geschichte. Dann noch eingezogen sind 2 Disney-Bücher und zwar einmal von Disney. Es war einmal Disney-Prinzessin Vaianas fabelhafte Suche und Disney. Es war einmal Schneewittchens mutige Rettung. Das sind Geschichten aus der Kindheit von den Disney-Prinzessinnen. Und ich habe die schon alle, die sind auch eigentlich für Jüngere, aber ich finde sie so süß, deswegen mussten die natürlich auch bei mir einziehen und ja, freue ich mich auch schon drauf. Was mir dann noch zum Glück zur Verfügung gestellt wurde, ist von Heartstopper der 2. Band auf Deutsch. Ich habe sie ja schon alle auf Englisch gelesen und habe den 1. auf Deutsch da und jetzt auch den 2. Ich denke mal, Heartstopper kennt man auch. Sind eben Nick und Charlie, die sich annähern und einfach eine wunderschöne Geschichte. Und ja, freue mich, dass ich den 2. bekommen habe. Und dann zeige ich euch jetzt noch im Schnelldurchlauf noch mehr Neuzugänge. Die habe ich euch allerdings schon mal in einem Arvel-Haul gezeigt und in 2 Rebuy-Hauls. Deswegen wird es die jetzt bloß im Schnelldurchlauf geben. Wer
mehr Interesse an den Büchern hat, kann gerne mal auf meine letzten Rebuy-Hauls und meinen letzten Avell-Haul schauen. Da gehe ich mehr auf diese Bücher drauf ein, aber für hier würde es jetzt einfach den Rahmen sprengen. Das Video geht schon so lange, aber das waren jetzt hier hauptsächlich meine Neuerscheinungen und Neuzugänge. Und das hier waren meine Neuzugänge im Juni noch. Und das hatte ich halt eben bei Rebuy und Avell bestellt. Und die zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf. Ich zeige das übrigens auch wegen der Rache des Sub, dass ich dann nächstes Jahr drehen möchte. Deswegen müssen die natürlich hier mit rein. Wir fangen an mit diesem Buch hier, Die Königinnen der Würstchen von Clementine Bövers. Dann haben wir von Autumn Cornwell Carpe Diem. Wir haben von Roxane Sinclair Schön, schöner Tod, ein Jugendthriller. Dann haben wir von Adriana Popescu Ein Sommer und vier Tage. Hier sind sehr viele Sommerbücher dabei. Dann habe ich noch Summer Girls, das ist hier der erste Band, Mathilda und die Sommersonneninsel. Dann habe ich hier noch die Reihe von Anne Breschers, Eine für vier, war damals eine sehr beliebte Kinderbuch-, Jugendbuchreihe. Dann haben wir hier noch Nerf, das ist das Buch zum Film. Dann haben wir hier noch John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, auch das Buch, und dann gab es ja noch einen Film dazu. Dann nochmal von John Green, Margos Spuren. Da habe ich auch den Film gesehen und wollte gerne das Buch lesen. Dann haben wir hier dieses Buch noch, und zwar von Nicola Yoon, Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt. Da habe ich auch den Film da, habe aber weder das Buch gelesen noch den Film gesehen. Habe ich auf jeden Fall jetzt vor. Dann haben wir von Christina Dunker, Sommergewitter. Das ist auch so ein kleines Buch. Dann haben wir noch von Anke Weber, Naira und Joe, der Beat der Liebe. Und wir haben noch von Albert Espinosa, Club der Roten Bänder, den ersten Band, und den zweiten Band, Club der Blauen Welt. Und was dann bei Avell oder von Avell noch eingezogen worden war von Marissa Reichert, Immunity, Dein Leben, Deine Entscheidung. Dann noch von Katie Taylor, The Dating Game. Dann noch der erste Band der Reihe von Stella Tuck, Kiss Me Once. Und dann noch von Tine Bergen, Salzige Küsse. Und ich habe auch noch ein Buch, was hier damals dazugehörte, irgendwas mit Blessed and Broken. Aber das ist eingezogen und auch gleich wieder ausgezogen. Deswegen lohnt es sich eh nicht, das jetzt hier zu zeigen. Und ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf noch mein Rebuy und Avell Haul. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal schauen, wenn euch die Bücher interessieren. In den anderen Videos gehe ich mehr darauf ein. Und ja, das war mein XXXXXL Neuzugänge-Video von Juni und Juli. Wie gesagt, es sind 51 Bücher, eigentlich tatsächlich sogar 52, wenn ich das eine, was ich schon wieder aussortiert habe, dazu rechnen würde. Wow, warum eskaliere ich so? Aber ich wusste schon vorher, dass im Juni und Juli sehr viele neue Sachen erscheinen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und auch wenn es sehr, sehr lang war. Und hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.